Willkommen zurück. Wir befinden uns im Arbeitsblatt Grenzwerte von Folgen und im Fenster Beschränktheit 2. Was du bereits wissen solltest, ist, was eine beschränkte Folge ist. Und wir werden uns jetzt Beispiele beschränkter Folgen anschauen. So, hier haben wir Folgen und die Frage ist, sind diese Folgen beschränkt? Und wenn ja, was ist die obere Schranke und was ist die untere Schranke? In Teil A haben wir die Folge, wo das nte Folgenglied jeweils 1 durch n ist. Hier handelt es sich um eine beschränkte Folge. Und zwar haben wir 0 ist kleiner gleich 1 durch n ist kleiner gleich 1. In Teil B haben wir die Folge, wo das nte Folgenglied Sinus von n ist. Wir wissen bereits, dass die Sinusfunktion beschränkt ist. Sie nimmt nur Werte zwischen minus 1 und 1 an und somit handelt es sich hier auch um eine beschränkte Folge. Mit unterer Schranke minus 1 und oberer Schranke 1. In Teil C haben wir die Folge, wo das nte Folgenglied 2 hoch n ist. Da 2 hoch n gegen unendlich geht, ist diese Folge unbeschränkt. In Teil D haben wir die Folge, wo das nte Folgenglied minus 0,99 hoch n ist. Da die Basis hier eine Zahl ist, die im absoluten Wert kleiner als 1 ist, ist diese Folge beschränkt. Mit unterer Schranke minus 1 und oberer Schranke 1. In Teil E haben wir die Folge, wo das nte Folgenglied 5 mal Cosinus von n ist. Wir wissen, dass die Funktion Cosinus beschränkt ist und wenn wir Cosinus mit 5 multiplizieren, dann bekommen wir, dass die Werte zwischen minus 5 und 5 liegen, weil die Werte von Cosinus zwischen minus 1 und 1 liegen. Somit ist diese Folge hier beschränkt mit unterer Schranke minus 5. Und oberer Schranke 5. In Teil F haben wir die Folge, wo das nte Folgenglied minus 42 mal n ist. Minus 42 mal n geht gegen minus unendlich und somit ist diese Folge unbeschränkt. Und in Teil G haben wir die Folge, wo das nte Folgenglied minus 3 hoch n ist. Die Basis hier ist im absoluten Wert größer als 1, somit ist diese Folge unbeschränkt. Und weil die Basis negativ ist, hat diese Folge weder eine untere noch eine obere Schranke.